Ja, normal, Digga. Sei mal gegen 15 Uhr da, Digga, weil denk dran, die Jungs haben 17:30 Uhr Feierabend. Moin Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich würde sagen, Freitagabend ganz spontan mal bei Autosaftig vorbeigeschaut, weil ich habe neue Felgen für den Bentley. Muss ich nur noch kurz abklären. Was denkst du, Alex? Hat er Bock? Ja, ich habe auch ein kleines Bestechungsbier dabei. Mal gucken. Wir schauen mal rein. So, Jungs, Feierabend zu Ende. Die Influencer sind da. Ach du Scheiße, Ach, Kim, mein Bester. Wir haben Ex-Verlust. Das schießt hier schon richtig hier in einer Wuchtmaschine. Da wollte ich fragen, ich habe da so ein paar 21er. 285, 35 kann man mal schnell raufhauen hier. Mal schnell? Nein, nein. Nur kurz nach Feierabend. Dafür siehst du den Scheiß aus. Boah, ne? Was? Hä? Ist das wegen Kälte oder was? Ja. Pack Opening, quasi. Ja, bevor wir uns Felgen angucken, Werbegesicht, Werbetext, halt mal ein Skript. Wenn die Familie ruft, kommt man natürlich herbeigeeilt. Wie kein Bentley da. Was macht der Kerl denn im Elektroauto? Komm mal rein. Können wir sonst vielleicht eine andere Zahlungsmethode vereinbaren? Also ich brauche die Felgen wirklich ganz dringend. Hey, was geht? Ich habe mir gerade neue Felgen bestellt und mein Konto ist schon wieder so hart im Dispo. Die konnten das Geld nicht abbuchen. Kann das denn sein, Alter? Du fährst Bentley. Denkst du, ich kann den fahren ohne Felgen? Keine Alternative oder so? Ich habe tatsächlich gerade einen Werbepartner reinbekommen. Hallo? Anything? Es passiert immer so schnell. Am Ende des Monats ist noch mehr Monat übrig als Geld. 57 Euro habe ich verbraucht. Was das für ein Spritverbrauch ist. Da ist es oft die einfachste Möglichkeit, den Dispo-Kredit zu benutzen von der Hausbank. Aber ist die einfachste Möglichkeit wirklich die beste Möglichkeit? Viele von euch da draußen sind sich vielleicht nicht bewusst, welche Auswirkungen das hat. Denn Dispo-Kredite haben meist sehr hohe Zinsen. Allerdings nutzt fast jeder 10. Deutsche dauerhaft seinen Dispo-Kredit. Besonders wenn man Bentley fährt. Eine Kreditkarte wurde schon wieder abgelehnt. Zinshöhe ist zwar von Bank zu Bank unterschiedlich, aber manche Banken verlangen hier sogar 6 bis 16%. Das steht in keinem Verhältnis. Also der Durchschnittssatz liegt so bei 10%. Du musst es ja wissen. Die smarte Finanz-App Anything senkt euren Zins für den bestehenden Dispo. Bisher haben sie den Effektivzins ihrer deutschen Kunden um 40% gesenkt. Die App ist sehr einfach zu bedienen, also dachte ich, ich zeige euch mal, wie es funktioniert. Ihr wählt in der App einfach euren aktuellen Kreditgeber aus, ladet ein Foto von eurer Rechnung hoch und gebt eure Daten ein. Das war's schon. Probiert es doch mal selber aus. Mit meinem hier gezeigten Promocode bekommt ihr 20 Euro Abzug von eurem ersten Kredit. Ich habe auch kein Geld für Bentley-Felgen. Vielen, vielen Dank an Ilkay von Feist Imports. Der hat nämlich sein Wort gehalten. Hat mir einfach Pirelli P-Zero Reifen gesponsert. Das ist aber Ehre für dieses Video. Er hat einfach gesagt, Max, du fährst nicht weiter auf China-Reifen. Ich schicke dir Pirelli rüber. Kuss geht raus an Ilkay. Vielen, vielen Dank. Mann, Digga, auf jeden Fall. Ja, vielen, vielen Dank. Ey, das ist komplett geisteskrank. Freue ich mich richtig drüber. Das wäre auf jeden Fall ein riesen Kostenfaktor. Danke, Ilkay. Check Link in der Beschreibung auf. Und wir sind gespannt, Digga. Ich auch. Hast du die noch nicht gesehen? Ich habe die noch nie live gesehen. Auf dem Fahrzeug müssen wir leider auf allen vier Achsen die gleichen Felgengrößen, also Felgebreite, ja. 10,5 fahren und die gleichen Reifen. Ja. Nur verschiedene Einpresstiefen halt. Vorne und hinten. Ich bin sehr, sehr gespannt. Hey, kurz zu Concava, da gibt es vier verschiedene Modelle. ZVR1, ZVR2, ZVR3, ZVR4. Ich habe mich erst für ZVR4 entschieden und jetzt nochmal umgeswitcht. Bist du bereit? Alter! Tschüss, Alter! Die ist mal richtig schön. Ja, das sieht aus wie so eine U-Bus-Felge. Ja, oder? Oder R8, Digga. Also ich habe mir im Vorfeld natürlich einiges erklären lassen zu der Felge. Die sind extra so, also wie der Name schon sagt, konkaver, ne? Sind extra konkav. Erst ab der Hälfte, damit man halt große Bremsabnahmen rein kann. Ja. Die gibt es auch noch im 5-speichigen Design und sonst was. Aber ich fand das so auf jeden Fall. Ja. Fette Felge, Digga, richtig schön. Und das Finish ist jetzt Carbon, weil das Einzige war, was jetzt so schnell lieferbar ist. Ne? Vor dem Winter nochmal schnell Sommerräder machen. Mal gucken, wie lange ich Spaß an der Farbe hat. Jetzt live gefällt sie mir sehr gut. Wird sich dann zeigen. Ne? Von Carver, Digga? Fett, ne? Mit Gummiventil. Kein Scheiß? Was ist ein RDKS? Was ist ein RDKS? Ich hätte sogar noch schwarz. Wir brauchen Schraubventile, die großen. Wir brauchen Schraubventile und zwar aus Metall, weil Topspeed über 200 schon Metall verlangt. Genau.
von 210. 210 haben wir da. Wir haben Schraubenzieher hier. Wo haben wir Schraubenzieher? Das ist auch schon wieder typisch. Komm, das ist ja hier kein Reifenset. Oh, Max, Alter! Ist da noch da? Max, wir haben aber Silber, die wir hier schmeißen. Nur Silber. Da war ich kurz vor der Spüle. Digga, wir haben Hagen voll losgeschickt bei Tino holen, Digga. Und das Hagen? Ich habe eben gesagt. Rechnung kommt. Ah, komm. Aber Hauptsache, der Nadendecker ist auch was mit Hagen. Ja, ich hatte noch nie in meinem Leben hochwertige Felgen. Immer nur diese China-Wackel. Echt? Ja, ja. Deswegen, eigentlich wollte ich die Felgen noch vorher noch mal auf die Druckmaschine hauen, um zu gucken, ob die drehen. Kurze Zeitinfo, ich habe einmal mir so goldene MAE-Fakes geholt. Und wo schon Reifen drauf waren. Dann Kirill gesagt, ja hier, deine Felge hat einen Schlag. Dann konnte ich die nicht zurückgeben. Hab 100 Euro Rabatt bekommen. Ist das cool oder ist das cool? Dann habe ich die ganze Zeit rumgewackelt. So cool. Auf der Autobahn. Da habe ich mich richtig über die 100 Euro Preis nachgefreut. Ja. So ein geiles Produkt im CL, weißt du, mit 150 so. Alles gut? Mädels so, alles gut? Oder fällt das Auto gleich auseinander? Soll ein Fake-Porn machen ein bisschen, oder? Ja, da musst du gar kein Porn machen, das geht auch mir so einer ab. Einfach heftig. Run-Flat-Reifen ist scheiße. Run-Flat? Ja, das ist Run-Flat, Digga. Was ist das denn? Run-Flat heißt, dass du ohne Luft auf 80 km/h fahren kannst, so einen Platten. Ist das immer so bei P-Zero? Nee, es ist bei den Großen halt so, ne? Ich bestell sonst nur China-Reifen. 22 Zoll, Digga. Da gibt's kein Run-Flat. Ne? 40 Euro das Stück. Ja, da gibt's kein 40 Euro das Stück mit so einer Beule hier hinten. Ja, ohne RDKS alles. Okay, Run-Flat, ja. Okay, viel Spaß. Ja, danke, Max. Eins geht hier Schlag auf Schlag. Kim 21 Zoll ist er drauf, der erste. Das erste Ding ist drauf. Oh, das ist aber schon sehr SUV-lastig hier schon wieder, ne? Mit der Reifenhöhe. Ja, ist ein bisschen. Ei. Warum die Reifen so eine Höhe haben, dazu folgt auf jeden Fall wieder nochmal eine Erklärung. Erstmal raufziehen den Lachs. Bin sehr gespannt, wie das ganze Ding auf dem Fahrzeug aussieht. Felgen fertig? Nö. Sehr gut. Fliegen da. Ja. Jetzt wuchten wir die 21 Zoller, aber erst brauche ich noch eine Zigarette zur Entspannung. Perfekt. Okay. Aber ist alles gut drauf, ne? Alles gut. Vier Felgen. Jede Felge ist kratzerfrei, na klar, hab ich auch gemacht. Der Gang ist einfach. Musst du am Schiff. Baust du auch noch rauf, ich denke? Ja, jetzt auf den T3, ne? Mal Probe stellen. Der gleiche, ne? Jeder hat mich gefragt, ob die auf den T3 kommen, wo ich das erzählt habe. Grafer auf den T3, Digga. Tschüss, Junge! Das wird auch richtig gut kommen. Da musst du die anderen Felgen gar nicht abbrauen. Wir brauchen einfach nur größere Radschrauben und stecken die drüber. So Zwillingsreifen. Einfach Kabelbinder rummachen, gut ist. Einige Leute bezahlen für die Optik viel Geld. Du, mach der Karosserie bei uns, knick mal drei Bleche schnell, jetzt Radlauf hier, Digga, an Festen fertig. Jetzt mal ernsthaft, jetzt wo sie so stehen. Schön. Ja, SUV-Optik, aber es passt, es stimmig. Schön. Also abgesehen von dem T3 im Hintergrund. Aber es wird schon, Digga, es wird schon heftig, wenn da noch so eine 400 mm Bremsanlage drin. Hast du schon hier eine als Bremsscheibe? Ja, habe ich bestellt, ne? Ja, ist Quattro Formaggi. Geil. Läuft aber ruhig für 21, Alter. Das will ich auch hoffen. Meine letzten 21er, das waren so eine Wackeldinger. Willst du schwarze Gewichte? Ja. 65 auf 21 Zoll ist okay bei dem Reifen. Ja. Das wird was. Das ist es. Das ist es. Letzte Felge. Ausgewuchtet. Jo. Was sagst du, Kim, mein Herzchen? Sind die top oder würde er irgendwas hopfen? Die sind würdig, Digga. Ja? Ja, ist super, super. Vielen, vielen Dank für deinen Ansatz. Sehr gerne, Digga. Vielen Dank für deinen Einsatz. Ich küsse doch dein Herz. Das ist Respekt, Leute, weißt du? Menschen, die sich kennen, die wissen, was er hat. Lass mal hier bei Kim beim Instagram mal ein bisschen Liebe da, ne? Dafür, dass das Video heute Sonntag gedroppt wurde quasi. Nochmal hier am Freitagabend nochmal richtig Gas geben. Richtig, nur für euch, für deine Community, Digga. Gut. Ja, und wir sehen uns zurück in der Halle, wenn ein Schätzchen hier auf den Bentley kommt. Let's go. Moin Moin. Moin Moin. Na? So, wer möchte jetzt als erstes reacten? Ja, das wird ein richtiger Blockbuster, das Felgen-Ding. Hast du schon gefilmt jetzt? Ja, ich werde das mindestens 10 Minuten robben, wie Kim die Run-Flat-Reifen darauf prügelt. Oh Gott. Ich weiß, wie warm die Halle ist, ne? Ja. Wow! Ach ja, stimmt, die Dämpfer, die geben irgendwie bei Kälte nach. Schick. Das sieht neumodisch aus, modern, ne? Ja, also Design finde ich richtig fett, aber... Hier, der Kollege. Das du meinst ein bisschen zu viel Reifen? Das ist echt schon fett. Ne? Das ist halt die 35, ne? Die 35 auf 285 mit relativ wenig Stretch. Obwohl, ja, aber das ist halt, also der Stretch ist halt so, würde ich sagen, sportlicher Neuwagen-mäßig, ne? Oder? Ja, so R6. Ja, R6 Porsche-mäßig so, ne? Dass man merkt, der will auch noch ein bisschen Grip haben, ne? Ja. Was ist das jetzt, 9,5er, ne? 10,5. 10,5? Rundrum. 285? Ja. Krass, was das ausmacht, ne?
der 295 auf 10 bei meinem AMG damals. Der hatte nicht so Stretch bei dem ML. Ich meine, wie hart die Reifen sind. Das sind Sommerreifen, oder? Das sind Sommerreifen, ja. 105Y. Genau, da wollte ich dich einmal bitten, einmal die Kamera zu halten. Denn jetzt muss ich natürlich mal ein kleines Statement hier abgeben. Oha, zu diesem ganzen 21er-Thema. Ne? Ich blende euch nochmal ein kurzes Zitat von Ilka ein. 22 Zoll muss da auch wieder rauf, ne? Wir müssen auch wieder drauf. Also da müssen 22 Zoll Mansory-Felgen drauf. Also zumindest mal 22 Zoll Felgen, die auf dieses Auto passen. Der Meinung, dass 22 Zoll auf den GT63 gehören, bin ich absolut d'accord mit. Warum habe ich mich jetzt für 21 entschieden? Wir haben ein Problem. Und zwar haben wir eine Höchstgeschwindigkeit von 323 eingetragen. Ja. Und ab 300 nimmt die Traglast prozentual ab. Heißt im Umkehrschluss, wenn ich 22 Zoll genommen hätte, mit 35? Oder niedrigeren Reifen, genau, so. Mit also 285, 30, 22, dann hätte ich, ich glaube... 105, sondern 103 oder was? Ja, ich glaube sogar nur 101Y bekommen. Mhm. Ich bräuchte aber 105. Auf jeden Fall mehr, so. Ja, das hat nicht genau. gepasst. Das hat nicht gepasst, genau. Es gibt keine, mit anderen Worten, es gibt einfach keine fucking Reifen. Es gibt keine 22 Zoll Reifen. Naja, gibt's bestimmt, oder? Nee, gibt's nicht. Nicht in diesen SUV-Dimensionen. Ja, aber Urus fährt doch auch 300 irgendwas. Ja, aber nicht eingetragen. Vielleicht fährt er 320. Es sind ja 323. Ach so. Also es ist genau zu viel. Und da kommt ein paar km/h zu viel. Genau, es sind ein paar km/h zu viel. Ich weiß nicht, mit wie vielen Urus eingetragen ist. Könnt ihr ja mal in die Kommentare schreiben. Ich google es auch. An die Urus-Besitzer hier. Ja, ich google es aus Interesse auch nochmal. Aber es ist Fakt. Es funktioniert nicht. Wir haben bei Mansory angefragt. Die haben gesagt, 22 Zoll gibt es gar nicht für den deutschen Markt, weil es keine Reifen gibt. Mhm. So, dann haben wir bei Bentley selber reingeguckt, was denn für Reifen überhaupt auf dem GT Speed verbaut sind. Der GT Speed ist sozusagen das Performance von Bentley. Und die haben nämlich auch 320 Endgeschwindigkeit und auch 630 PS und den ganzen Spaß. Also so gesehen, Mansory eventuell sich einfach die Software von Speed gezogen und raufgeballert. Ja, das ist einfach der Grund. Ich weiß nicht, was ich dazu noch sagen soll. Wir haben jetzt nochmal für die TÜV-Prüfer unter euch, wir haben jetzt eine 10,5er Felge mit der gleichen Einpresstiefe, wie serienmäßig auf GT Speed verbaut wird. Und wir haben die gleichen Reifen, die serienmäßig auf GT Speed verbaut sind. Und eine offizielle Bentley-Zulassung haben. Das heißt, in der ganz weiten Theorie müsste ich die jetzt nicht mal eintragen lassen. Aha, die Felgen haben doch keine ABE, oder? Nee, die haben ein Festigkeitsgutachten. Ja, dann musst du sie auch eintragen. Kann ich ja auch sagen, ich habe China-Felgen und die haben die gleichen Dimensionen wie meine Ori-Felgen, deswegen muss ich sie nicht eintragen. Ja, aber hast du ein Festigkeitsgutachten mit Traglast für deine China-Felgen? Nee, aber trotzdem. Ja, ich lasse sie eintragen, weil ich brauche diese Größe im Schein, damit so Koposa... Ja, genau. Guti, ja, okay. Ich lade jetzt aus. Gut, los. Chillig. So, von der Optik könnt ihr euch auf jeden Fall verabschieden. Ich weiß noch nicht genau, ob ich die alten Felgen verkaufe oder nicht. Ihr könnt mir ja mal Angebote an meine E-Mail-Adresse schicken, falls ihr Interesse habt. Das sind schwarz, matt, übergeduschte, originale Bentley-Felgen mit Bentley-Kram. Also hier, das ist alles original. Ja, kriegt man natürlich mit dem Finger nicht raus. Das ist alles original. Ich bezweifle mal, dass man auf irgendwelchen A8s und Phötons die Reifen fahren kann, aber keine Ahnung, vielleicht habt ihr ja Glück. 285er sind das, 20 Zoll. Ich würde sagen, ich lagere die jetzt erstmal zwischen und baller mal die neuen Felgen drauf. Aber bevor ich die neuen Felgen draufballern kann, habe ich nämlich eine Sache mit den Bremsen gesehen. Das zeige ich euch gleich. Und los. Okay, let's go. Hier, ist das zu fassen, Eiko? Hast du das drauf? Ich hab's drauf. Ist unfassbar, ne? Es wurde nachträglich lackiert und darunter ist es gelb. Und ich weiß nicht, mit welcher Farbe es bei Mansory aus dem Werk ging. Das weiß ich auch nicht. Ich weiß nicht, ob Mansory so wie Brabus ist, ne? Weil Brabus kannst du ja die Farbe der Bremssättel aus. Ja, denke ich auch bei Mansory. Ja? Wenn du da einen extra Wunsch hast, dann machen die das. Ja. Farbige Bremssättel, muss ich sagen. Ja, wir können ja mal drüber diskutieren. Wir haben jetzt verschiedene Möglichkeiten. Ist jetzt ein bisschen schnittversetzt, ne? Das Auto ist eigentlich schon aufgebockt und... Einen haben wir geschenkt bekommen. Genau, einen haben wir geschenkt bekommen von jemandem, der nach Neuseeland gegangen ist. Guck mal. Das war hier. Rosso! Genau, guck mal, wir haben einen Rosso. Ferrari. Guck mal, wir haben einen Stratus Silber. Und wir haben... Gar keinen mehr? Gar keinen mehr. Hamarit Schwarz. Nee, sowas hat man doch. Sowas hat man doch immer da. Doch, hier. Aber es ist nur eine Sprühdose, das muss ich dann wieder in eine Kappe machen und dann pinseln.
gar oder kein halt, bei dem riesen Bremssattel. Oder halt, ach ja, fliegt schon wieder überall Geld rum, ne? Oder halt glänzend Gold. Gold? Was? Also du bist gar kein Fan von Gold, ne? Ich hatte das Gold mal auf dem Video. Ich wollte gerade, das war, der Satz lag gerade schon Gold, in der Schuss. Bei Gold denke ich mir immer, dass so irgendwelche Leute bei AMGs auf Keramik tun. Was? Ja. Das ist deine erste Assoziation? Ja. Bei Gold, Keramik. Aber die sind doch orange. Gold, Chat? Nein, das ist orange. Das ist komplett orange. Kupfer, Digga. Das hat mit Gold nichts zu tun. Das habe ich nämlich Gold, auch. Gold. Das ist doch Gold. Chat, was sagt ihr? Ja, auf dem Bild. Ja, okay, Digga. Vielleicht irgendwelche Wannabes. Ja, aber die originalen Anlagen, die sind doch nicht Gold. Doch. Das ist doch komplett. Doch. Siehste? Siehste? Also mit Keramik habe ich das jetzt gar nicht verbunden, sondern ich habe überlegt, was passt zu einem schwarzen Fahrzeug mit eventuell schwarzen Felgen, brauner Innenausstattung. Weißt du, sich komplett mit Gold. Eher Kontrast. Okay, wenn, ja, da hast du recht. Wenn du nicht genau den Farbton triffst, den du matchen willst, dann sieht es immer doof aus. Also wir haben hier ja eigentlich das perfekte Farbbeispiel für Stock. Hätten wir Licht, genau. Wie macht man diese Lichtleiste an? In der Ecke hier war ich noch nie. Guck mal, das ist eine ganz neue Perspektive auf die Halle. Aha, okay, ja, perfekt. Also, hier haben wir ja das perfekte Beispiel für einen Stock-Edel-Look, würde ich halt mal behaupten. Den hast du ja jetzt auch. Genau, den habe ich jetzt auch. Aber hier ist halt das Thema, das ist, die Bremsanlage ist komplett silber und... du hast aber gleichzeitig Chromelemente. Du hast ja Silber. Ja, Dunkelsilber. Ja, ist Carbon. Ja. Also Carbon heißt der Farbton. Es ist das dunkelste Grau, was geht, mit Glanz. Also hier finde ich es sehr stimmig, weil stell mal vor, die Bremssättel wären jetzt rot. Nee, aber das wäre halt L-typisch. Das wäre halt schon so. Der war Gold? Also ich habe auf dem Chrysler damals, auf dem Rolls-Royce, haben wir Gold drauf gemacht. Der war komplett blacked out. Und da habe ich es gefühlt, muss ich sagen. Aber den Wagen habe ich auch nur eine Woche gesehen. Dann war Schrott und wurde abgeholt. Weißt du, so, es kann halt sein, dass es wieder nur so ein Max-Ding ist. So, eine Woche feuert es noch nach im Kopf und dann nach zwei Wochen reflektiert man also und denkt würde, sich so. Es würde zu dir passen, sagen wir es mal so. Ne? Leute, jetzt kommt's hier. Du weißt ja schon, welchen Colorway wir hier gehen. Oha. Weil der Wagen wird voll foliert. Okay, mach Gold. Dann Gold, ne? Ja, dann Gold. Weil ich denke ja schon wieder... Das ist edel, das ist edel. Ich denke ja schon wieder drei Schritte voraus. Und der wird ja hoffentlich sogar noch dieses Jahr foliert. Also so lange würde man gar nicht so rumfahren mit so einer Doppelmoppel, alles Optik. Aber wenn der Wagen foliert ist, dann sind ja trotzdem die Sitze noch braun. Dann sagst du, sticht sich das Braun nicht mit dem Gold? Schwierig, ist echt schwierig. Eigentlich so eine kleine Veränderung, aber doch irgendwie auch... Auch wichtig und richtig. Wollen wir uns jetzt hier in endlosen Farbdiskussionen... Ne? Die Leute warten. Die wollen das sehen, weißt du? Ich will es auch sehen. Unbedingt. Da erst alle vier runterschrauben. So viel Zeit habe ich nicht. Angst. Angst, Potter? Angst. Oh Gott, oh Gott. Oha, es passt. Dein Akku ist gleich an. Toll. Andere Probleme. Gerade wie bei RDBLA. Ja, Signature Wheels. The car is lowered on 22-inch RDB wheels, of course. If you want this on your Bentley, you can order it on We do a lot. The final touches that we put on this car, it just made the car complete, so beautiful. This time. We spiced it up, we made it even better looking. Lamborghini Urus Wheels on Bentley Continental GT. Dream as much as you can. Die Dimension ist Europa. Der Style ist schon sehr LA. US und A. Ja, ist schon sehr LA, Alter. Das gefällt dem Aigo noch nicht so gut. Dem TÜV aber. Ja, TÜV, Müff. Wen juckt der TÜV? Das muss Stans haben. Es ist ein Bentley. Nein, auch ein Bentley. Ja, ich weiß. Jedes Auto sieht mit Stans besser aus. Ja, klar. Ich spreche das mal mit dem TÜVer durch. Aber... Sieht schon ziemlich geil aus, Digga. Warte mal ein bisschen weiter weg. So ist natürlich Monster Truck, ne? Aber ja. Steht gut. Dem Auto. Sieht moderner aus. Finde ich gut. Top. Also die Kamera kann jetzt laden. Eiko kann in Schnitt. Ja. Und ich fange mal an, die Bremssättel in eurer Wunschfarbe zu lackieren. Ich sag jetzt einfach, dass es eure Wunschfarbe ist, damit ich mich nicht wieder für die Farbe rechtfertigen muss. Mal hier eine Meinung. Junge, das ist wirklich, das ist zu heftig. Oh ja. Das fittet schon so nice. Vom Fitment geht's eigentlich, ne? Also da brauchst du nicht mehr so viel.
Und die roten kommen natürlich gut zur Geltung, ne? Alter. Ja? Chat, was sagt ihr? Gute Wahl, schlechte Wahl? Ja, vor allem mit der kann man das so machen? Digga, der Wagen hat sich ja jetzt auch noch nicht gesetzt. Ach der so. Ist ja einfach frisch von der Bühne runtergefallen. Du meinst, er wird noch tiefer oder was? Ja klar, natürlich. Die Reifen, die gehen ja noch weiter nach außen. Schreibt mir eure Meinung in die Kommentare. Vielen, vielen Dank an MyWheels für die Felgenberatung und für die Felgen von Concava. Ich bin absolut zufrieden. Checkt alle Links in der Beschreibung ab. Ich habe alle möglichen Leute verlinkt, die hier mit bei sind. Ich bin gerade wirklich, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich bin komplett sprachlos. Falls ich den Wagen heute noch aus der Halle fahren sollte, mache ich auch noch mal ein kleines Video davon. Denke aber eher nicht, weil der Bremssattellack jetzt natürlich trocknen muss. Ne? Der ist richtig klebrig, auf der Verpackung steht 24 Stunden. Und jetzt könnt ihr auch rüber zu Eiko und euch das Video angucken. Klaus mir morgen wieder die Views. Ich sag dir das. Ich nehme mir gleich einfach einen Klappstuhl und setze mich hier hin. Hier ist ein guter Klappstuhlplatz eigentlich. Ja, eine kleine Überraschung haben Eiko und ich jetzt auch noch vorbereitet. Ihr könnt es als Spielerei abtun. Ist mir egal. Wir haben einmal kurz den Auspuff abgemacht, ne? Einfach aus Joke. Also man muss ja wissen, was man ist. Man wird ja auch nicht älter, ne? Nee. Im Kopf bleibt man Kind. Ja, das so. Ist so ein Scheiß. Muss Amerika. Ja. Es wäre doch so schön. Ich höre da zwei V6 raus. Oh Mann, Alter. Dieses das ist ja jetzt immer noch mit Cut drin, ne? Mit Primär-Cut, ja. Ja. Oh, Alter, das reicht eigentlich, ne? Wenn das jetzt hinten rauskommen würde, wäre toll. Ja, okay, alles klar. Danke fürs Gucken des Videos. Haut okay. rein. Jo. Und hat sich auch gesetzt. Schön. Ah, ja, stimmt. Deswegen haben wir ihn hier angemacht, ne? Richtig. Ja. Schön. Ja, nee, sieht gut aus. Ja. Sieht stimmig aus. Ja, ich bin einfach happy. Ich bin einfach 2022 Umbau. Aber im Hinterkopf ist gerade schon wieder, warum läuft jetzt der Motor so. Aber egal. Tschüss. Bentley Mansori fahrt durch die Stadt. Drive bei ausgetönten Scheiben steht im Abendblatt. Wie er wie ein Phönix wieder aufsteht. Minimum Mansori, Ausstattungspaket. Bei Nacht mit mattmassen Lack. Optisch alles nach meinem Geschmack. Kein Beamer, sondern Benz und Bentley. Sondern Benz und Bentley.